Ich sitze auf der Bank im Park in Prag und füttere die Enten mit Brokkoli, denn der ist gut gegen Krebs. Und dann gehe ich unter Sonnenschein Stadt hinein und dort sitzen überall die wunderschönen Mädchen mit Locke und ich frag sie dann: Schori, willst du poppen? Und sie sagt: Nein, die Welt ist klein, wir sehen uns wieder. Und dann lautet meine Antwort wieder: Nein, ich bin betrübt und gehe heim. Denn sie sagt na. Am nächsten Tag, ich meide dieses Mal den Park, denn die Enten haben mich gehauen. Der Brokkoli schmeckte nämlich nach altem Mist und das war nicht. Und deshalb gehe ich gleich in die Stadt und dann treffe ich dasselbe Mädel und ich frag sie wieder, doch sie sagt: Ja, was denn? Ich bin männlich, ich hab einen Penis, also bring mich nicht in Bedrängnis. Denn so schlag ich dir eine Fresse ein, die du gar nicht besitzt, und ich komm mit Gresse rein. Und wer will denn heute noch traurig sein? Die Sonne scheint und der Himmel ist gelb. Und wer will denn heute noch traurig sein? Der Himmel scheint und die Erde, die ist gelb. Yeah, und dieses Gefühl in mir, das sollen die Menschen mit mir teilen können. Ich will es weitergeben, es kommt von unten, von hinten, von vorne, doch besonders von hinten. Es ist ein Stoßen und ein Stechen und manchmal auch ein Schieben. Es ist ein Ziehen und ein Schlagen und am Ende des Tages ist es nur ein Gefühl. Mein Bauchgefühl, es hat mich nie verlassen. Doch diese gelbe Welt, sie will mich manchmal dazu zwingen, sie zu hassen, doch ich kann es nicht. Ich bin nämlich der Antichrist.